Und da sind wir wieder bei The Golden Treasure, The Great Green. Okay, wir haben, so funktioniert das also, wir haben jetzt quasi ein bisschen Feueressenz dazu bekommen. Naja. Wasser ist sehr weit fortgeschritten, Erde ist jetzt auch ein Stück weiter. Tja. Also wie schon gesagt. Naja. Wie schon gesagt. Ist das jetzt wahrscheinlich erstmal die letzte Folge? Ich werde wahrscheinlich noch ein Let's Play danach machen, was dann halt schon, wie gesagt, schneller geht. Ich wollte euch jetzt quasi nur das nächste Kapitel ein bisschen zeigen. Und wie schon gesagt, zum Animieren, zum selber spielen. Und ja. Mal gucken, das hier ist unser Gebiet. Ich hätte irgendwie ein kleines bisschen mehr in Erinnerung an auswählbaren Feldern. Aber ich glaube, das ist dann. Ich meine, ich war lange nicht mehr im dritten Kapitel, weil halt Aufnahme und so weiter lange gedauert hat. Ich denke, wir könnten zuerst hierhin gehen. Aber erst im zweiten Let's Play. Da werde ich nämlich auch das dritte Kapitel zeigen und wie es dort abläuft. Ich kann mir vorstellen, der Wald hat zwar Schaden genommen, aber weil wir das mit dem Event mit den einbesessenen Menschen gemacht haben, ist jetzt, das sage ich mal anders. Und der ist nicht komplett abgebrannt. Aber. Also hier ist Darktooth. Schätze ich mal. Nee, das ist das Schatzsymbol. Wenn ich das jetzt gerade mal so sehe, ist unser Gebiet klein. Oder um einiges kleiner. Ich frage mich, ob wir jemanden herausfordern können. Es kann sein, dass ich vielleicht bei dem vorigen Durchlaufen bis jemand für Territorium herausgefordert habe. Anstatt einfach nur zu sagen, ja, respektieren wir unser Territorium gegenseitig. Ja, ich denke, ich habe bei meinem letzten Durchlauf den Blauen im zweiten Kapitel herausgefordert gehabt. Hätte ich vielleicht noch machen können, aber naja. Auf jeden Fall werden sicherlich hier noch ein paar Punkte auftauchen während der Handlung und so weiter und so fort, aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play-Durchgang. Ich kann mich auch grob erinnern, dass von dem dritten Ältesten, was wir bis jetzt noch eigentlich fast gar nichts gehört haben, hier irgendwo ein Symbol aufgetaucht ist. Ich denke, wir hören von dem in irgendeinem anderen Event und dann taucht das hier auf, wenn ich mich so vage dran erinnere. Ja, wir haben eigentlich jetzt einen schicken Vorteil. Wir bekommen ja quasi jeden Tag sporadisch ein bisschen von einer Essenz von diesem Artefakt, was wir bekommen haben. Und ich denke, bei meinem nächsten Durchlauf werde ich versuchen, das Artefakt so früh wie möglich zu bekommen. Und ja.
Feuer ist am wenigsten. Aber die Werte sind schon sehr, sehr gut. Und ich habe noch nicht mal alle Tiere gehabt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt quasi alle hier erkunden würde, dann würde ich ja noch einen besseren Startbonus bekommen. Oh, Löwen. Okay. Aber ja, da, wie schon gesagt hat, das ist halt wieder der Mehrspielwert und desto mehr man das durchspielt, desto mehr Möglichkeiten kriegt man dafür oder eher, je nachdem nach Spielweise und so weiter. Ach, immer wieder diese Taste. Ich weiß nicht, ich muss es irgendwie noch lernen. Und ja. Und mein Hort ist ja auch noch groß genug, dass ich einen Bonus davon kriege. Weil bei meinem letzten Durchlauf war das so, dass ich quasi dann groß war und dann war mein Hort Standard und dann hatte ich noch nicht den Bonus. Boah. Ich frag mich ehrlich, wenn ich hier Darktooth diese Pyramide zeigen würde, was dann eigentlich los wäre, was der dazu sagen würde, weil ich meine, das Ding ist ja quasi, solange du lebst, wenn du, sag ich mal, zu einem ähnlichen Alter wirst wie einer der Ältesten, dass du davon einen passiven Mega-Vorteil hast. Ach ja, diese theoretischen Sachen. Ich find's eigentlich ganz interessant. Na gut. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Und bis wir wieder hier ankommen. Ich fand's schön, dass in den letzten, vorletzten Videos doch ein paar Leute, also 3, 2 zumindest, ist zwar sehr wenig, aber für mich ist das trotzdem eine Motivation weiterzumachen. Wenn sich ein paar Leute das zumindest anschauen und über Zeit werden es ja auch vielleicht mehr. Und ja. Ich werde vielleicht auch zwischendurch innerhalb der zweiten Let's Plays von dem Spiel hier auch was anderes anfangen, wo ich einfach mal reinschaue und vielleicht auch etwas ein bisschen mehr skippe. Ich habe mir letztens Riftbreaker geholt, was da sowas in die Nische mit reinpasst. Das ist auch vielleicht etwas, wo man zwischendurch mal über andere Sachen und so reden kann. Auch wieder ein bisschen noch herumtheoretisieren kann und so weiter und so fort. Das kam ich ja in den letzten beiden Folgen oder allgemein ein bisschen weniger zu, weil ich ja eigentlich fast nur übersetzt habe. Aber das können wir ja dann wieder aufgreifen. Aber wie schon gesagt, ich finde die Welt hier sehr schön, wie das gestaltet ist, vor allem dem auch. Und ja. Eins möchte ich allerdings teilen, was ich besonders finde. Obwohl, ich habe nämlich persönlich, was das dritte Kapitel angeht, eine eigene Vermutung. Und zwar hatte ich in meinem ersten Durchlauf gemerkt, dass es für mich, zumindest so wie ich mir das gedacht habe, ein paar Andeutungen gibt. Es gibt ein Treffen in diesem Kapitel von den Kin, wo die über die Situation der Menschen reden. Und dort bekommt man drei Optionen. Man kann sich den dreien entsprechend eine aussuchen. Aber ich persönlich denke, wenn man vielleicht auch im... Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gab irgendwie so eine Andeutung. Oder ich habe zumindest gedacht, dass es vielleicht möglich wäre, dass man neben diesen drei Optionen quasi die Menschen so gut kennenlernt, dass man sich eine andere Option suchen kann. Und zwar eine Art Kooperation.
Wir haben ja jetzt zwischen der Zeit ein bisschen mitgekriegt, dass die beiden Fraktionen ja eher ein bisschen verfeindet sind. Menschen sind nicht gut auf die Kin zu sprechen und andersrum genauso. Einerseits wegen der Vergangenheit, aber ein anderes Thema ist auch, weil sie sich nicht gegenseitig verstehen können. Und da ist es dann halt mal sehen. Dass meine Idee war, dass man ja irgendwie zusammen stark werden kann. Auch wenn die Menschen quasi anders sind, weil sie von anderen hierher gebracht wurden oder erschaffen wurden. Und daher ganz anders als das natürliche Leben ist. Und daher nicht das Leben so verstehen können, wie die ganzen Tiere untereinander mit diesem Gedankenlied. Ja. Aber mal sehen. Vielleicht werde ich ja noch so ein Anführungsstrichen geheimes Ende finden oder auch nicht. Ich könnte ja ruhig mal testweise in das Menschendorf im ersten Kapitel im nächsten Let's Play gehen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich da nicht erforscht habe. Muss man sich wahrscheinlich dann überlegen. Und ja, also dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Let's Play.